Moin, moin, die Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier, LS19, Nordfriesischer Marsch, natürlich die Vierfachversion am, ja, ihr merkt es jetzt wahrscheinlich am Samstagmittag, 12 Uhr, der Stream jetzt heute ist ausnahmsweise auch mal jetzt dieses Wochenende die Folgen, und zwar so ein bisschen die Grundlage des, weil die Family belagert uns hier dieses Wochenende. Oliver, 15 Monate erstmal, vielen, vielen Dank für 15 Monate. Einfach mal ein Jahr und drei Monate schon und eine Ladung Wasser, einmal Abkühlung. Danke dir für Support natürlich. Ich schreibe erstmal Moin Moin rein in Chat. Das Ganze, wie gesagt, ausnahmsweise dieses Wochenende bringt so ein bisschen die Planung in Sachen 1500 zur Folge durcheinander. Aber ich glaube, das kriegen wir noch wieder eingeholt in den nächsten Tagen. Vielleicht gibt es ja noch einen Super Sunday in der Woche weiter. Kommt drauf an, wie viele Fat Points ihr heute hier in den Punkt haut. Ne? Also wenn ihr noch Punkte übrig habt, haut sie rein, liebe Leute. Das war das erste Mal richtig knapp. Weil wir ja zwischendurch im Urlaub waren und nicht ganz so viele Streams stattgefunden haben. Ist natürlich klar, ist der Fett Super Sunday diesmal wirklich nur knapp zu erreichen. Ich grüße alle, die da sind. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten und auch vielen Dank für den Support natürlich für 12 Monate von Kaufi. Danke für 12 Monate natürlich auch schon ein ganzes Jahr dabei. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Ja, warum stehe ich bei den Schweinen? Und zwar, ich war heute Vormittag aus beruflichen Zwecken auf einem großen Schweinemastbetrieb. Werde ich im Laufe des Streams oder im Laufe der Folge noch ein bisschen näher drauf eingehen, was wir da gelernt haben oder was wir gesehen haben. Auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und deswegen dachte ich, können wir eigentlich hier den Abend heute bei unserem Schweinebereich starten. Denn theoretisch ist natürlich auch unsere Schweinemast hier noch randvoll. Ne? So ein Ding ist das. Aber Schweine wegfahren wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte hier einfach nur mal schnell mal starten. So, Haukesto, würde es sich nicht anbieten, die Kühe von der Rinderzucht in den anderen Kuhstall zu bringen? Ja, wahrscheinlich würde sich das anbieten, aber auch nur begrenzt, weil wir wahrscheinlich nicht mehr so viele Saisons durchcrashen können. Ne? Und das Problem ist ja, dass die Tiere irgendwie 2 Jahre brauchen, bis sie Milch geben. Also bevor es Kälber gibt und sie Milch geben. Und ja, 2 Saisons ist unrealistisch, wenn wir bis LS22 nicht mehr schaffen. Der Stream im Chat fehlt, wollt ihr den YouTuber nochmal Hallo sagen und die YouTuber nochmal zu Kommentaren animieren? Da fällt mir natürlich gleich zu Beginn ein. Vielen, vielen Dank für alle, die aktiv sind auf YouTube und Kommentare aktuell hinterlassen. Das ist tatsächlich deutlich zu merken, wenn da ein bisschen Kommentar-Action von euch am Start ist. Da hat ein Video auf einmal 1, 2, 300 mehr Aufrufe. Ist tatsächlich so, also es lohnt sich definitiv, wenn ihr Bock habt, mich zu supporten, macht ihr das einfach ganz easy. HSV-Fan Frankie, 10 Monate auch schon. Vielen, vielen Dank für 10 Monate. Vielen Dank. Danke, danke, danke für den Support, liebe Leute. So. Also machen wir erstmal genau das Übliche, bevor ich gleich weiter genötigt werde. Ne? Oliver, den Fischer erstmal auf Highspeed stellen. Das kriegen wir hin. Ist ganz schön voll sogar. Naja, mach das trotzdem. Danke, danke, danke. So, Chat läuft. Hallo YouTube, genau. Also freuen wir uns dann auch, wenn ein paar Leute auf YouTube jetzt auch noch zurückantworten. So. Ja, eigentlich geht es einfach nur weiter mit Häckseln. Ich würde schon gerne möglichst viel heute schaffen. Ich werde die Radlader nochmal einstellen an den BGAs, wenn es denn Not tut. 50.000 tut noch nicht Not. Und im Norden. Im Norden tut eher Not. Alex mit 60 Bits, danke dir, machst die 100% voll. Vielen lieben Dank für den Support natürlich. Danke für den Support, liebe Leute. Danke, Alex. Und Willi, Schnapszahl, 555, eine Runde Rutschen. Vielen lieben Dank natürlich auch dafür, für den Support. Danke, danke. So. Achso, der hat eine volle Schaufel. Ja, danke, danke. Haben wir Level 1 geknackt. Und Laura ist wieder am Start. Schön, Laura. Urlauberin, sei gegrüßt und verhalte dich ruhig unauffällig. Danke fürs Reinschalten natürlich trotzdem. Grüße gehen an Shelly dann auch raus, genau. Fischer, Fischer bringen? Nee, das würde den Rahmen sprengen. Also ich heute Abend oder jetzt, wenn ihr die Folge seht auf YouTube, ich, wie gesagt, das Häckseln hat jetzt erstmal höchste Priorität. Und dann, die Felder müssen neu bestellt werden, ne? Da muss Mais rauf. Das ist ja nicht hier, das können wir nicht bis Sommer warten lassen. Dass die Produktion jetzt einen Tag oder zwei nicht beliefert werden, nicht, das können wir finanziell verkraften. Das stört uns nur so, ne? Uns am Rande so ungefähr. 3 Wochen hat Laura Urlaub.
Das erste Mal stand bei der Nachricht vom Resub. Achso. Danke, Oliver. Für den Resub auf jeden Fall. Da stand es, genau. Schon wieder einen Monat rum und damit du nicht vergisst, den Fisch auf Highspeed stellen. Jetzt lese ich es auch. Danke, Oliver. Habe ich, ne, ist erledigt. Soll ich auch noch das Palettenwerk auf Highspeed stellen? Freddy Moba Welt. Moin, moin. Danke dir auch für den Follow. Sei gegrüßt. So. Was ist denn hier schon wieder los? Lieber, 9 Monate auch schon am Start, ne? Da muss ich erstmal Stroh rollen. Ist aber wieder soweit. Danke dir für Support. Danke, liebe Leute. Danke an alle. So. Lübt. Auch erledigt. Wie gesagt, Produktion versorgen oder Produkte weiter, das möchte ich jetzt gar nicht. Da kommen wir aktuell jetzt nicht zu. Ich muss aber überlegen, waren wir mit Unkraut durch? Nee. Nee, nee. 56, genau. Ich glaube. Ja, hier steht sie. Mitten auf der Straße. Genau, die Spritze ist schuld. Also wie lange der Stream wird, wie lange die Folgen jetzt am Wochenende sind, das ist natürlich, es wird jetzt nicht am Samstagvormittag Folgen geben, irgendwie, oder den Stream-Upload, sondern der Stream jetzt heute Abend, den werde ich in 4 Teile sozusagen aufteilen und die kommen dann jetzt am Wochenende als Folge. Tamara auch da, meine beste Freundin. Ich weiß nicht, ob Tamara deine beste Freundin ist, Laura, aber sei mal dahingestellt. Ich weiß nicht, habe ich noch nicht gelesen. Ey. Kann ich sagen. 2, 3, 14, 15 anzusehen. Ja, genau, das war doch Zwiebeln und Karotten, ne? Wo waren das für Temperaturen, die wir brauchten? Eigentlich 11 Grad. 12 Luft haben wir, aber wir haben nur 7 Boden. Schönen guten Abend, danke auch fürs Reinschalten. Moin, moin. Alpha Robbe auch, moin. Alpha Robbes Kommentar wollte ich noch vorlesen. Vielen, vielen Dank, Alpha Robbe, auch wenn zwischendurch, ne, Schreibfallout hast du abgelegt. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Worte für den YouTube-Algorithmus. Ihr wisst es, liebe Leute, und ich sage es gerne nochmal. Das ist schon deutlich zu merken, ne, wo irgendwie letzte Woche wirklich oder vorletzte Woche und so die Aktivität sehr, sehr überschaubar war. Also wo nur ganz, ganz wenig Leute sich wohl genötigt gefühlt haben, einen Kommentar dazulassen. Hat man vielleicht, ich sag einfach mal 500 Leute, die reinschalten, und aktuell sind 700 bis 800 Leute, ne? Also das sind schon riesige Weltenunterschiede, Leute. Also vielen, vielen Dank für eine der einfachsten Arten hier irgendwie zu unterstützen. Danke euch. Voodoo Man, ich glaube, meine Rinderzucht Milch ist kaputt. Wir nehmen keine Tiere an, oder mache ich was falsch? Spielst du auf dem Server oder spielst du Multiplay oder also im gehosteten Multiplay oder auf dem Single-Spielstand? Also wenn du auf dem Server spielst, kann das vielleicht sein. Wobei man kriegt sie rein, man kriegt doch sie nur nicht raus, ne? Naja. Dann müssen wir mal gucken, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube oben, ne? Also an sich funktioniert sonst Voodoo Man im Stall, ne? Klar, linke Seite und dann. Wenn du über dem Symbol mit dem Anhänger bist, meistens ist es Taste R bei der Standardbelegung. Der Lulu, moin moin. Du auch, Laura, genau. Aber kannst auch gerne ein bisschen, ne, zum Thema dann schreiben. Aber trotzdem, jedes Kommentar ist immer nice, liebe Leute. Vielen, vielen Dank natürlich dafür. Und der Lulu nochmal, auch ein Jahr schon, danke dir, auf den Rücken. Vielen Dank für den Support natürlich. Danke, liebe Leute. Danke, danke, danke. Knapp dran gescheitert, jetzt hätten wir es geschafft, aber vielen Dank natürlich auch für den Hype Train, den kleinen hier. Danke euch. So. Also die Spritze wieder einstellen und dann können wir uns eigentlich um die Häcksler kümmern. Ich dachte, dass wir erstmal versuchen, die ganzen Häcksler wieder... Also die Anhänger, ne, die Trailer und alles wieder da zusammenzukriegen und dann geht das los. Danke, Laura, super gut. Moin, moin, Terminator. Moin. Moin, moin. Wieder irgendwie Randale. Oder sind das die Kinder oben? So, moin, 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 moin. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwie Randale hier draußen.
Obacht, obacht. So. Moin, 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 moin. Danke fürs Reinschalten. Ich glaube, Shelly ist, hört sich an, als wenn Shelly auf der Jagd mit einer Fliegenklatsche oder so. So ein paar Weintrauben müssen natürlich sein. Ich glaube, Shelly jagt Insekten. Voodoo Man, ist das denn allgemein, liebe Leute? Ich kann das pauschal tatsächlich, weil der Rinderzuchtstall ist ja ein auf Global Company basierender. Ich könnte dir das nicht mal sagen, ob das vielleicht tatsächlich so ist. Mit einem Blanko-Spielstand, dass es dann nicht funktioniert. Weil ich habe ja von Anfang an eigentlich auch immer irgendwie einen Kuhstall gehabt. Ist das vielleicht das Problem, dass man tatsächlich einen Kuhstall haben muss? So, Tamara ist auch am Start. Moin, moin. Moin, 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 moin. Laura hat die schon ein bisschen vermisst. So, die Fliegen und Brummer sind auch sehr bissig im Moment. Ja, es ist auch Mücken und irgendwelche Spinnen und das macht. Oder? Das ist, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das ein komischer Lärm da. So. Was macht sie? Alles verwirrt. Naja. So, das Glück, Leute. Und weiter geht's, ne? Hier fährt ja ein Standardhelfer, den kann ich direkt einstellen. Muss eigentlich ungefähr die Bahn haben. Ja, also wie gesagt, heute war ich auf einem großen Schweinemastbetrieb. Schulungszwecke, Fortbildung, Schulungspunkte, die wir brauchen. Gesetzlich vorgeschrieben sozusagen, dass wir uns in unserem Bereich so und so viele Stunden pro Jahr weiterbilden müssen. Und eine geschickte Schulung hatten wir dann heute auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, der eben spezialisiert ist für Schweine, Mastschweine und so weiter, Ferkelaufzucht. Biogasanlage, Windenergie, Photovoltaik, also ich sag mal das komplette Programm, was der abliefert. Ist dann auch so, Landwirt von heute gönnt sich Porsche, auch nice auf jeden Fall. Aber wenn man so viel arbeitet und das alles so gut aufstellt und halt auch ja, gerade vor ist, warum nicht? Ne? Warum soll man nicht als Fun-Wagen, so nach dem Motto, ist ja ein Spaßwagen. Logischerweise ist es nicht sein Hauptwagen, das ist versteht sich glaube ich von selbst. Aber so als Zweitwagen, warum nicht, ne? Wenn man sich erlauben kann. Hier, muss ich kurz überlegen, fährt ja auch der Standardhelfer. So, guck mal, das lübt. Dann müssen wir mal kurz gucken. Hier, da fährt nämlich an sich kein Standardhelfer. Hier fährt ein Kursplay-Helfer. Guten Abend, moin, moin nochmal, danke fürs Reinschalten. So, 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 das kann mal weg. Ach nee, ach Gott, das, genau da, das nächste, ne? Da wäre es fast wieder passiert. Kuhstall wurde gebaut und weil der Trigger im Stall nicht funktioniert hat, habe ich direkt über den Tierhändler versucht. Ja, also wie gesagt, die Tiere musst du im Anhänger haben. Du musst hinfahren mit dem Anhänger. Beim Tierstall selber kann man nichts. Man braucht einen Trailer. Da kannst du Tiere aufladen am Händler. Aber wenn er dir da schon sagt, dass du keinen Stall hast, keine Weide, dann braucht man wahrscheinlich tatsächlich noch einen Standard-Kuhstall oder wie? Kann im Moment nicht. Laura, bin bei Hawk. Achso, macht ihr Party bei Hawk? Schöne Grüße. Moin, moin, Jenny. Sei gegrüßt. Milchwagen, glaube ich, brauchen wir noch nicht so dringend losschicken. Kann mir gar nicht vorstellen. Hast du gerade darauf geachtet? War da viel am Start? Echt, glaube ich nicht. Guck mal, 20.000 Liter. 35.000 Liter. Das lohnt noch nicht wirklich. Aber Mischrationen brauchen die bald, ne? Das ist im roten Bereich. Wasser wird auch bald weniger. Schafe hat nur versorgt. Schweine geht bis auf halt die Menge. Und 4 geht auch noch. Also, wie gesagt, häckseln steht auf dem großen Programm und muss natürlich heute auch hier ordentlich durchgerascht werden. Westfalen Agrar, moin moin. Was bei dir passiert eigentlich schon wieder? Warst du wieder zu schnell unterwegs oder
Wurde in der WhatsApp-Gruppe gerade eben gesehen, kurz vorm Stream. Gerade vor fünf, ist ja schon eine Viertelstunde her. Na, 20 Minuten sogar schon. Was da passiert? Warst du zu schnell unterwegs, unaufmerksam oder wer ist schuld? Was ist passiert? So, 1, 2, da müssen wir nochmal gucken. Ja, die können wir mal losschicken. Brauchen wir wieder neue Abfahrer. Nee, Auto Drive, ne? Nicht Course Play. Next one. Ja, bevor erstmal wieder alles läuft, dauert ein bisschen. Ich weiß, Feld 41 müssen wir, aber da wollte ich gleich nochmal das Alpha-Robbe-Kommentar vorlesen. Ich sag nochmal, die Leute, bei jedes Kommentar, was ihr im Video hinterlässt, hilft auf jeden Fall, vielleicht tatsächlich im LS19 nochmal ein Video zu kriegen, wo vielleicht 1000 Leute reinschalten. Ich würde mich freuen. Und wie gesagt, tut nicht so sehr weh, wenn ihr eh gerade das Video einschaltet. Guckt ein bisschen, lasst ein gescheites Kommentar da, ist super nice, vielen, vielen Dank. Und ich weiß, ich nötige euch noch ein bisschen mehr damit, aber trotzdem nützt ja nichts. Geht ja doch irgendwie immer in Vergessenheit. Man hat es auch früher. Wo soll der jetzt hin? Falsch abgewogen. Feld 42 Abfahrer. Ja, wie gesagt, eine Handvoll Leute oder zwei Handvoll Leute haben es gemacht und es ist super nice. Also danke, danke. Es ist definitiv, YouTube ist dann der Meinung, dass sie das Video dann häufiger anzeigt, als wenn gar keiner kommentiert, und das ist natürlich echt schon nice. Ne? Natürlich schade, dass es in Wirklichkeit so ist, aber es nützt nichts und von daher, ja, weise ich jetzt in Zukunft gerne nochmal das eine oder andere Mal öfter darauf hin. Und wenn ihr es nicht wollt, ne, dann ist ja auch nicht schlimm. Wird ja niemand dazu gezwungen, aber... Ne. Hier steht noch einer rum, das ist der LKW. Der ist sogar voll. Ein Reh aus der Hecke gesprungen. Keine Chance. 50 km/h. Ganz blöd läuft. Oh, das. Oh, krass. Ja, mein Bruder hat auch gerade Ärger mit Kfz-Versicherung. Ist aber auch ein bisschen, ja, glaube ich, wahrscheinlich ein Stück weit auch selber schuld. Müssen wir die ganze Story anhören. Also ich sagte es gerade eben schon, diese Folgen, der Stream, wenn jetzt die Folgen fürs Wochenende sein, da wird dieses Wochenende von Family belagert werden. Aktuell ist meine Cousine da, die hier auch rumsitzt und irgendwie Musik hört, ein bisschen mehr, ne, von der Seite reinguckt, so ungefähr, aber sich ruhig verhält, ne. Ganz klar, ist ja auch noch jünger und ja, das geht ja nicht. Und morgen kommen dann mein Bruder mit, ja, Schwägerin und der großen Tochter und den Zwillingen, also die kleinen, die ganz kleinen Babys. Kleinsten bei uns in der Family, also von daher, wir haben das Wochenende, kann man sagen, Full House hier bei uns und null Zeit, ne? Also es wird nicht gestreamt morgen, Freitagabend, es wird Samstagabend nicht gestreamt werden können. Ich denke, wenn ich nicht ganz fertig bin, gibt es Sonntagabend wieder Minecraft, dann ja wieder Folgenaufnahme für 2 Wochen und deswegen, ich krieg's anders jetzt nicht hin, morgen bin ich ganz normal noch arbeiten, bis, ja, ich weiß noch nicht genau, aber auf jeden Fall bleibt danach mir das auch keine Zeit mehr übrig, weil ich denke, dann ist hier schon die Bude voll, ne? Du hast Fliegen gecatcht, was hast du gemacht? Ach so, ach, sie hat versucht, Tackernadel mit so einem Tacker reinzutackern, die Shelly da. Also von daher, ich bin mal gespannt, ob wir den Super Sunday schaffen. Das ist allerdings eine knappe Geschichte. 100 Leute sind am Start. Wenn jeder, der jetzt noch nicht aktiv war, noch so viele Punkte reinhaut in den Pod, wie er kann, dann kommen wir schon mal einen Schwung näher, ne? Weil wir haben nur noch den Sonntag, also heute und den Sonntag. Denn es ist das erste Mal, dass wir das Ziel vielleicht nicht schaffen. Ist natürlich aber auch, das Ziel war relativ hoch und wir waren ja 2 Wochen knapp im Urlaub oder 1,5 Wochen und dementsprechend war natürlich auch weniger Zeit, das ist klar. Ne? Ich kann das aber theoretisch, glaube ich, verlängern. Also es ist nicht, dass es der Back ist, sondern ja, es dauert dann einfach ein bisschen länger. Und Shelly grätscht gerade rein von der Seite, aber Erich ist wahrscheinlich dann gerade am Geburtstag feiern. Alles Gute natürlich dann von hier aus an Erich. Glückwunsch, lass dir gut gehen, feier schön. Ja, und krass, Westfalen hat gerade einen Totalschaden mit seinem Auto, hast du gesehen? Ja, hat irgendwie hier einen Reh erwischt. Kannst du das denn hier, ist der, ja, wieso? So, Reparatur ist ja vorne, wenn da was verzogen ist. Ist ja, ja, wieso ist doch nichts? Was sind 5000? Was ist nicht viel. Ja, ist in der Gruppe. Grüße von Shelly, an Shelly von Laura. Ja, ich meine auch, ich kann die Aktion verlängern. Shelly sagte, das ist nur der Scheinwerfer kaputt. Warum kostet das 5000 Euro? Also Shellys Kfz. Und wer ist das? Mechatroniker? Ja,
Schön. Ist noch keine neue Version NF oder Produktion angedacht? Doch. Es gibt sogar schon neue Produkte auf der Marsch. Hier bei mir theoretisch auch, aber ich will noch nicht spoilern. Das Problem ist, es wird nicht so viel werden können, ne? Weil wie gesagt, dieses Wochenende ist Nullzeit. Ich werde gucken, wo ich nächste Woche ein bisschen dazu komme. Ich wollte schon, also es gibt definitiv schon zwei neue Produkte, die auch fast fertig sind. Und kannst du mal aufhören, Weintrauben hier überall zu verteilen. Nicht die erste, die hier irgendwo auf dem Boden liegt. Wahrscheinlich nachher, wenn ich aufstehe, trete ich irgendwie einen Weintrauben rein oder so. Kannst du die sonst auch in den Kühlschrank wieder bringen? Ja, weil ich, ne, voll aktig hier, Leute. Ich sag's euch. Ach, einfach auch, ja, könnte das Stream nicht aus Versehen zwischendurch mal unterbrechen, dann könnte man ja nochmal wieder was reinhauen da in Super Sunday. Ja, wer weiß, ne? Ich kann ja nachher mal eine kurze Pause nach einer Folge dann machen. Der Gackert muss auch. Ah, genau. Der Tibbe Fischfabrik aufgefallen, glaube ich, das schon. Ja, habe ich glaube ich auch korrigiert. Fischfabrik oder was war das, ne? Noch irgendwo unter von der Brennerei, glaube ich, war da auch noch irgendwie irgendwas mit drin. Das ist berichtigt. Und es gibt, wie gesagt, zwei neue Produkte. Noch keine neue Produktion, aber eine Erweiterung von Produkten. Das dachte ich auch, dass ich eigentlich einige Produktionen noch ein bisschen updaten wollte. So, der steht ein bisschen komisch hier, ne? Und jetzt kommen wir gleich erstmal zu Alpha Robbes Kommentar. Ich glaube, ich fahre selber ein bisschen hinterher und dann können wir gleich nochmal Alpha Robbes Kommentar hier vorlesen. Ja, vielen Dank für die ausführliche Kursplay Autodrive Lehrstunde. Ja, E-Mails habe ich noch nicht gecheckt, das war auch noch eine E-Mail kriegt ständig ab, nichts anderes zu tun eigentlich. Was ist, wenn du immer von der Seite so angelabert wirst, das ist voll anstrengend, Leute. So, tschüss. Nächster. Ja, wo ist der? Ja. Bisschen zurück und so weiter. Tschüss. Ja, also auf jeden Fall der Hof, wo ich heute war, Platz für 4.500 Mastschweine. Ich kann mir vorstellen, 4.500 Mastschweine. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch auskennt. Ich hatte gefragt, also so ein Mastschwein braucht so 4 Monate, ne? Ist der Durchlauf circa? Ich weiß nicht, wer da von euch auch ein bisschen vom Fach ist oder Ahnung hat, aber so circa 4 Monate braucht man für einen Ferkel, um es, ne, dick und fett zu machen, damit es sich für den Verkauf lohnt. Ich habe mal unseren Free-Handy24-Shop mit verlinkt hier, seht ihr gerade, nice, ne? So, ja, je nachdem Motorhaube verzogen, linke Seite verzogen, auch wenn noch der Rahmen verzogen ist, dann ist es 8 Jahre alt, ja, dann lohnt sich das nicht mehr. Egal ob Skoda oder nicht, wie Gerd dann wohl schreibt. Also von daher, es wird auf jeden Fall auch neue Versionen und neue Produkte geben. Aber es ist, ihr wisst es selber, ne? Wir waren vor kurzem erstmal im Urlaub. Die, ich sag mal, 95% von euch haben ja auch Verständnis dafür. Und da ist nicht viel passiert. Und jetzt ist Sommer, das ist sowieso nicht ganz so viel Zeit. So. VCA auf der Marsch nicht funktioniert, weil ich würde das gerne mitnutzen. Kann ich dir nicht sagen. VCA wüsste ich gar nicht mal genau, was das alles beinhaltet und so. Vielleicht weiß jemand anderes von den Zuschauern Rat. L66 ernten, auch eine schöne Idee. Das sind so ca. 3.500 bis 4.000 Euro Schaden. Der Gutachter? Felden ist Gutachter oder? Kannst du es so genau sagen? Erstmal rückwärts hier raus, dann schicken wir den rauf und müssen mal gucken. Eigentlich hatte ich noch keinen zweiten Abfahrer hier. Der hat es geschafft und Kraut ist weg. Ich schicke den erstmal zum Hof, ne? Dann müssen wir dann gucken, was wir damit machen. Das Fahrer-Agrar ist unterwegs, schreibt wahrscheinlich gleich noch oder was. So, wen haben wir hier noch? Den habe ich noch nicht eingestellt heute, ne? Moin Mod Micha, sei gegrüßt. So, habe ich jetzt mal langsam alle erwischt.
hier ist auf jeden Fall was los. Danke auch nochmal für den Hinweis in den Kommentaren, dass man verdichtet heutzutage eigentlich eher mit nur einfachen Reifen. Wegen Druck pro, ne? Also sozusagen mehr Druck auf dem, also weniger Druckverteilung, also mehr Druck auf, ihr wisst schon. VCA ist ähnlich wie GPS, also ich, ne, null Ahnung. Ich könnte nur vermuten, deswegen kann ich da auch keine kompetente, verbindliche Info zugeben, warum das nicht geht und wie das gehen würde und so weiter. Kennst du da die Golf 7? Haben einen Glückwunsch. Kennen Golf 7, will aber selbst, würde selber keinen Golf haben wollen. Golf kein, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, also Golf ist kein schlechtes Auto, ne? Aber wir nicht. Feld 45, wie weit sind wir denn jetzt hier eigentlich mit Feld 45? Ah, ist doch noch ein bisschen. Dauert noch ein Baden. Der will nicht? Oder was? Doch, der berechnet Fahrt. Eins von zwei. Aber das wäre jetzt einer, wo wir noch. Okay, jetzt fährt er doch weiter. Prozent wurde empfehlen. Also einfacher beschreibt, dass deine Abfahrer nicht vom Feld fahren, nicht an den Autodrive-Einstellungen. Achtung, fahrzeugbezogene Einstellung, also immer nur pro Fahrzeug, was du drin sitzt oder wo du drin sitzt. Abstand Rohr 0,4 Meter, Abstand Häcksler 3 Meter. Traktoren ohne Frontgewicht. Das ist natürlich so eine Sache, ich mache es natürlich nicht nur, damit es gut funktioniert. Für mich gehört zum Frontgewicht optisch irgendwie dazu. Ohne sieht es nackt aus. Also weiß nicht, ich finde es schöner. Deswegen lebe ich eher damit, dass sie sich mal auf dem Silo verhaspeln. Ich dafür aber die Optik vom Frontgewicht habe, deswegen habe ich ja meistens auch ein Frontgewicht dran. Nicht immer, aber wir da sehen beim Roten oder beim Case haben wir es nicht. Aber im Fendt haben wir es und ich finde es schöner. So, also das kann ich schon mal sagen, mache ich deswegen. Die anderen Einstellungen können wir mal kurz gucken. Und zwar Abstand Rohr. 40 cm im Plus meinst du? Oder soll das 40 cm im Minus sein? Abstand Häcksler habe ich hier auf 0. Da schlägt er 3 Meter vor. Mal gucken. Abfahren 99. Das andere hatten wir Abfahrer aus Feldbegrenzung. Wurde gesagt, ja. Nächstgelegene Fahrzeuge. Nächstgelegene haben wir jetzt. Genau, das war ja das, wo in den Kommentaren stand. Man könnte meinen, ich hätte zwischendurch mal kurz das Alpha aber angerufen. Also passt. Ja, mit den Fruchtumfahrungen, das lasse ich mal drin. Ich finde es nämlich eigentlich ganz gut. Aktuelle Meldung: Community-Herausforderung zu 75% abgeschlossen. Das ist doch schon mal nice. Also danke, danke dafür. Vielleicht kommen ja doch noch ein paar Prozent rein und wir knacken das Sonntagabend. Mal schauen. Gewicht besser? Ja, das ist wie gesagt für die Optik einfach, ne? Vehicle Control Add-on heißt das. Es liegt nicht an der Marsch. Das ist schon mal eine gute Info, Vataro. Vielen, vielen Dank. Also das VCA abgekürzt heißt Vehicle Control Add-on. Soll wohl funktionieren. Sofern nicht irgendein anderer Mod zwischengrätscht. Also vielleicht mal generell Mod-Ordner mal aufräumen und dann sonst nach Ausschlussprinzip vorgehen. Ne? Wird häufig empfohlen, nimm einfach 10 Mods erstmal und immer 10 Mods und immer 10 Mods und irgendwann merkst du, aha, der war's. Kann es sein, dass wir da warten und eigentlich er doch eigentlich einer wäre für Feld 41? Moin, 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 moin. Aber ich fand es interessant. Also tatsächlich die Struktur heute von dem Schweinebetrieb hat auch steuerliche Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit Besteuerung der Landwirtschaft. Das ist ja wirklich echt noch ein ganz schön kompliziertes Thema. Wer wie viel Steuern zahlen muss, ab welcher Betriebsgröße und Anzahl Vieh sozusagen pro bewirtschafteter Hektar und so weiter und so fort. Also schon krass, was da alles mit drin hängt. Und, aber auch die Technik, ne? Mit den Tablets, die sie da haben. Jeder Angestellte. Irgendwie sitzt meine Kamera komisch, ne? Jeder Angestellter hat so ein Tablet, wo wirklich relativ viel drüber gesteuert wird und automatisiert wird. Aber wenig Bereiche haben in den letzten 10, 20 Jahren so viel an, na, wo doch viele Bereiche haben tatsächlich in den letzten 10, 20 Jahren so viel an, ja, Technologiefortschritt gemeistert, sowie auch noch im Bereich der Landwirtschaft.
Willst du noch einen John Deere Häcksler einsetzen? Oh nö. Im Titel steht 4 Häcksler, 8 Abfahrer. Die haben wir jetzt theoretisch am Start gerade. Ich glaube, das passt. John Deere Häcksler müssten wir ein anderes Schneidwerk verkaufen. Das passt ja nicht. Obwohl, nee, das geht mit dem John Deere 8er nicht. Der 8er will einfach nicht häckseln im Wachstumsstatus, ne? Könnt ihr, Laura? Ja, 45 ist ja ein bisschen näher dran. Hier oben müssen wir doch weiterfahren. Da brauchen wir auf jeden Fall mindestens also 2 Abfahrer, ja, sowieso. Könnte ich jetzt gleich hier die Einstellung machen? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Ich fahre dann erstmal, naja, wo das ist. Ja, gut, für die nächste Runde dann. Die erste Runde fahre ich jetzt hinterher. Oder fahre selber so ein bisschen hier im Versatz halt mit. Also, es wurde gewünscht, Abstand Rohr einen halben Meter, also oder 40 cm. 3 Meter zum Häcksler. Abfahren erst ab 99%. Nächstgelegen ist richtig. Abfindung begrenzen. Warte mal, steht noch. Ja, Abfahrer auf Feld begrenzen. Abfahrer auf Feld begrenzen, ja, okay. Fruchtung fahren, nö, meine ich. Parken im Feld, ja, kann er machen. Und hier eine Entladung, ne? Das muss er eigentlich machen. Entladen, ja. Das ist gut, oder? Das war doch nicht Cosplay. Hilfe. Moin moin. Alter, er schiebt mich einfach weg. Ich kann nichts machen. Könnt ihr mal alle reinschreiben, wie viele Punkte habt ihr denn noch so? Würde sich tatsächlich lohnen, noch einen kleinen Break nachher einzuwerfen? Also es sind ja, ich mache 2 Samstagsfolgen und 2 Sonntagsfolgen. Und falls jemand dabei ist, der sich We Are Football auch schon angeguckt hat, auch da würde ich mich natürlich genauso mega freuen, wenn ihr einfach da auch ein kleines Kommentar da lässt, ne? Auch da zählt genau das gleiche wie für LS oder Minecraft oder was auch immer so läuft. Casino, bald ja noch ein anderes Game. Weil Casino und Immobilien ja erstmal zu Ende ist. Ranch Simulator werden wir multiplayermäßig bald wieder zocken. Und von daher wäre schon wär super nice, ne? 36.000, 60.000, 5.000, 420 Punkte, 43.000 und die 0 Punkte. HSV von Frankie 18.000 Punkte. Marina 42.000 Punkte. Gibt's, ja. Punkteschiebung könnten wir ja machen. Die Leute, die zu viele Punkte haben, geben ein bisschen was an die Ärmeren ab. Die Reichen geben den Arm. Umverteilung, Leute. Viel, viel besser als We Are Football. Okay? Aber so ein Kommentar wäre super nice, einfach in den Kommentar reinhämmern. Ne? Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast schon, aber ne? Jedes Kommentar im YouTube-Video hilft, dass sich das ein paar Leute angucken. Vielen Dank. Und von daher, schreib so solche Kommentare einfach so, wie du es jetzt hast. Ne, kopieren, YouTube einfügen und super nice. Football ist kein richtiges Football, das ist ja nur Fußball ausgegeben. Das stimmt. Es geht ja auch um Fußball. Ist ja ein Fußballmanager. Warum es jetzt Football genannt worden ist, das kann ich auch nicht. Wahrscheinlich Namensrechte, die man irgendwie noch brauchte, wo man nicht sicher war, dass es funktioniert oder ne, was weiß ich. Man keine Lizenzprobleme kriegt oder keine Ahnung. Jo, gute Übergabe auf jeden Fall. Google Translator benutzt, der kennt Zocker nicht. Sehr gut. Salazar natürlich auch noch moin moin. Brauchst dich nicht angesprochen fühlen.
Der zweite JCB fährt zu dicht auf. Der zweite ist ja noch nicht Alpha optimiert. Nennen wir es Alpha optimiert? Wir nennen es Alpha optimiert. Im Fußball, echt geht es doch eben ums Geld. Ja, das stimmt. Auch solche Kommentare schaut sie unter den YouTube-Videos. We are Football, liebe Leute. Was macht dann Shelly da schon wieder komisches? Neues auf Insta, fett fleißig. Also gönnt euch, ich habe selber keine Ahnung, was Shelly da gerade macht. Ja. Da müssen wir gleich mal sehen, ne? Ich gehe aber erstmal in den anderen JCB und überprüfe die Alpha-Einstellungen. Dann das Alpha Drive. Alpha Drive ist viel cooler als Auto Drive, oder? Alpha Rohr wäre bester. So, Abstand Rohr hätten wir gerne 40. Häcksler hätten wir 3 Meter. Wir sagen nächstgelegen. Abfahr auf das Feld begrenzen. Hochstromfahrung hat er drin. Ja, ich finde das. Ach, der hat auch keine beim Entladen. Erstmal anwenden. Gepostet. Ich muss selber erstmal gucken, was sie gepostet hat. Was hat Shelly denn da gepostet? Auf Insta. Die Seite ist leider nicht verfügbar. Schon wieder, hä? Hast du schon wieder das Foto rausgenommen oder hast du irgendwas Verwirrtes reingestellt? Das ist aber ein falscher Link oder was ist das? Auf jeden Fall komme ich also nicht auf das Foto. Ja, ich musste Spinnen wegsaugen. Shelly hatte Angst, hatte da wohl eine Spinne entdeckt zwischen der Treppe und dem Treppengeländer. Da ist diese kleine Holz-Zwischending, so nach dem Motto. Da wäre wohl eine böse, böse Spinne, die erledigt werden musste. Ich habe sie nicht mal gesehen. Ich habe nur auf Verdacht den Staubsauger dahin gehalten. Sehr nice. Alpha Drive. Einfach wird rot, ja. Und der Ice Gamer, moin moin, danke dir für den Follow. Sei gegrüßt. Ja, das stimmt. Hier werde ich wahrscheinlich noch einen Abfahrer mehr brauchen, weil ich glaube auch die Ertragswerte hier sind überdurchschnittlich hoch, oder? Hier haben wir ja den Mega-Ertrag. Aber hier sind ja auch bald 2 Häcksler unterwegs und dann haben wir hier 4 Abfahrer und dann reicht das hoffentlich. Es erschied Regen, ne? Ist nicht schön, dass wir die ganze Zeit Regen haben. Der das Spiel hergestellt hat. Football waren, ich weiß, klar. Ich habe ein paar Videos von denen gesehen, weil ich dachte, da kommt ein bisschen was bei rum. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das Spiel ist tatsächlich leichter gestrickt, als man so vermutet oder als da so getan wird. Aber das weiß ich noch nicht. Ich will jetzt ja nicht komplett vorausnehmen, falls ihr im Stream nicht dabei seid und ja, We Are Football guckt. Die Saison startet nachher ganz gut. Aktuell läuft ja jeden zweiten Tag eine Folge. Und ja, von daher. Vielleicht bei Gelegenheit, wenn ihr ein bisschen Bock habt, Fußballmanager gerne mal reinschalten. We are Football. Ständig Regen in Real Life, bei uns nicht. Also, aber es soll teilweise nächste Woche so richtig viel Regen geben, ne? Mit Überschwemmungsgefahr in Mitteldeutschland. Was hat der denn hier gemacht? Also, soll schon richtig viel Schiedwetter kommen. Also die sind sich irgendwie nicht einig gerade hier, oder? Aber doch, er berechnet noch den Pfad. Also traue ich ihm zu, dass er es noch schafft. Er braucht halt einfach nur ein bisschen. Und der ist gerade auf der Außenbahn, der fährt ab. Haben wir vielleicht Stau auf dem Silo? Nö. Aber also, einer hat hier komisch gekippt. Da müssen wir mal nachhelfen. Das ist nü. Aber auch das da hinten, da wird gehackt, weil das funktioniert.
Orchester hat am Dienstag Geburtstag. Wird gefeiert irgendwas oder Party? So viel schon mal hier zum Thema Schiebeschild. Braucht nicht zwingend Schiebeschild. Also schon, okay. Wie kann man mehr? Man kann leider nicht mehr als 2000 Points pro Stream vergeben. Das ist halt von Twitch so vorgegeben. Das ist halt nicht auch nicht von mir so eingestellt. Das ist eine Twitch-Begrenzung. Wahrscheinlich natürlich nicht, damit man möglichst häufig streamt. Und was und das, was über die Wand gekippt hat, hast du auch gleich mit. Ja, das kann ich ja gleich auch machen. Drängt er mich hier weg. Das war eine lange Zigarette, Laura. Oder hast gleich mehrere Zigaretten geraucht? Da kommt schon wieder der nächste. Das ist aber auch hier. Aber wir wollen ja ein bisschen was schaffen heute. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe von der Zeit her, liebe Leute, würde ich mir behaupten, ist zumindest die erste Folge schon mal rum hier auf YouTube für ne, Samstagmittag. Wie gesagt, würde mich freuen. Falls ihr bis jetzt durchgehalten habt und jetzt noch keinen Kommentar da gelassen habt, Leute, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, noch ein kurzes Kommentar dazu lassen. Vielen, vielen Dank und dann natürlich bis zur nächsten Folge erstmal. Und ja, Intro, Outro, Outro, bis zur nächsten Folge und tschüss.